Aufwachen, Hoheit. Wir sind da. Im Kraftwerk scheint irgendwas los zu sein. Aber ich werde für die Arbeit da nicht bezahlt. Darum werden die Leute hier wohl auf euch bauen müssen. Ja. Geht klar. Passt gut auf euch auf. Einige Stunden später. Mensch, Noct, das sieht echt toll aus. Willst du tauschen? Wir haben leider nur einen Anzug. Und von uns dreien bist du der stärkste Einzelkämpfer. Also stell dich gefälligst nicht so an. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15, bevor ihr wieder anzufangen zu reden. Okay, wir sind jetzt endlich wieder dabei. Wir wollten eigentlich diese Ausrüstungsgeschichten machen, während wir offscreen sind, aber das ging nicht, weil nach dem Ladebildschirm, dank der letzten Folge, sind wir sofort hier gelandet. Tausend Dank, dass du dich um die sicher kümmerst. Das Mithril ist in der Zwischenzeit bei mir in den besten Händen. Es ist übrigens schon ein Jäger im Kraftwerk. Aber für okay, Holly. Sind das einfach zu viele. Meinst du, wer ist es denn? Okay? Und leider noch eine schlechte Nachricht für dich. Die Sicher machen sich am Generator zu schaffen. Da drin könnte alles in die Luft fliegen. Also beeil dich. Okay, geht. So. Oh, Verstärkung? Hä? Ja. Die Viecher hier haben es ganz schön in sich. Wer kennt ihn schon allein an der Stimme? Gar nicht. Als Jäger brauche ich dir das wohl nicht zu sagen. Aber sieh dich vor. Bleib dicht hinter mir. Komm. Na, wer wird das wohl sein? Allein die Stimme ist doch eindeutig. Das sind welche. Lass keine entkommen. Okay. Tja, die Stellung, die Haltung. Wer wird's wohl sein? Wer wohl? Prompto natürlich! Ey, das sind ja echt Lobobs, oder? Ja. Weiß er, dass es ist? Nein. An alle Jäger! Operation Abrechnung Rollstar! Was? Warum? Der Generator ist hin! Gleich kracht's bei euch! Was? Ich hab grad Gentaniel oder Genitalia gelesen. Was ist mit dir? Wie die heißt? Sag dir mal Vera. Wer von uns mehr erwischt, gewinnt. Los geht's! Da haben wir schon gewonnen, glaube ich. Okay, du hast jetzt 4 Minuten Zeit, alles zu zerstören. Oder alle zu töten. Du bekommst die Special FP, glaube ich. Du hast die Eiswaffe schon ausgerüstet, oder? Das sollte ja eigentlich nicht so das Special Damage gewesen sein, oder? Normal, oder sind keine Eiswaffe? Moment, das ist jetzt die Feuerwaffe, die ich gerade benutze. Ach so. Aber die macht ja schon kritischen Schaden. Ja. Ja, also. Ganz nice eigentlich. Ich muss immer nur im Kreis rennen hier eigentlich, da oder? Ist noch einer. So, gut. Latt. Waren das alle? Denke schon. Mensch, Gladio, bist ja doch ganz nützlich. War ich schon immer. Der weiß es doch. Wirst wieder gebucht. Mit Vergnügen. Und jetzt ab dafür. Der weiß es ja doch. Jetzt bin ich verwirrt. Woher weiß er das? Ja klar, das wie ich wahrscheinlich mit Stimme und Haltung ist ziemlich deutlich eigentlich, ne? Fragt sich nur, warum Jäger Fragezeichen dran steht. Schichtwechsel im Kraftwerk. Aufgabe abgeschlossen. Von der guten Erfahrungspunkte. Ja. Na? Passiert da mal noch was? Ihr habt's nicht kaputt gemacht. Du hast dir das Mithril verdient. Warst genauso eine große Hilfe wie der Profijäger hier. Ja. Gladio. Also warst du der andere Jäger, Gladio.
Perfekt kombiniert, Kommissar. Habt ihr mich vermisst? Warte mal. Ist das eine neue Narbe? Macht was her, oder? Hebt mit Sicherheit unser Image. Hauptsache cool ausschauen. Ja, woher hat die Narbe? Gladi, was für ein Zufall. Du musst doch zuwachsen. Iris, danke fürs Bringen, Dustin. Das wurde aber auch Zeit, dass du zurückkommst. Hast ja wirklich allerhand gut zu machen. Das hat er gerade schon getan. Hat er das? Dann habt ihr also das Mithril? Sid hat schon rumgemosert. Ich bring's ihm am besten gleich. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Zu neuen Ufern. 5 Kilometer müssen wir jetzt düsen, bis wir dort sind. Ich würde sagen, in Lestalum jetzt, wenn wir eh schon da sind, können wir uns noch unsere Heilmittel und Zeug natürlich hochpushen. Und dann, fackeln wir gar nicht mehr lange, machen weiter, oder? Was meinst du? Legen wir gleich los. Sehr gut. Okay, dann auf zum Marktplatz, aufpushen. Vielleicht noch, obwohl, wahrscheinlich bringt Essen hier jetzt gerade gar nichts, ne? Was denn? Nee, brauchen wir jetzt gerade überhaupt nicht. Ja, also, das machen wir es auch nicht. Aber beim Marktplatz können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was shoppen. Aber ich glaube, hier am Marktplatz gibt es bloß Essen und Kräuter, oder? What the fuck? Stimmt, na, der Jungs, ist da vorne. Wie war's ohne mich? Ja, schön irgendwo Richtung Auto, ne? Hey, pass auf, was du sagst. Ja, irgendwo da lang, ne? Da kannst du tanken da unten. Stimmt. Ah, ist doch scheißegal. Ach. Wir haben noch genügend. Ja, wir haben noch genügend. Ich kenne die ganzen Händler hier nicht auswendig. Ich auch nicht. So. Da gibt's eine neue Quest. Ja, die nehmen wir gleich an. Oh, ich weiß, welche Quest es ist. Hey, die ist geil. Können wir vielleicht mal bei einem Nudelladen vorbeischauen? Ich mag Fertignudeln zwar auch, aber von dir hätte ich das nicht erwartet, Gladio. Leicht zu kochen. Überall griffbereit und lecker obendrauf. Seit meinem ersten Schlürfer bin ich dem Zeug verfallen. Ja, nach der erlesenen Königskost sicher mal eine willkommene Abwechslung. Allerdings. Fertignudelsuppe. Tja, wo ist jetzt die Aufgabe? Oh. Hab viel nachgedacht während meines Trainings. Gute Zutaten können selbst das beste Gericht noch verfeinern, oder? Was wäre also, wenn man die ultimative, nie dagewesene Einlage unter Fertignudeln mischen würde? Ein Fest für die Götter. Und jetzt bist du gefragt, Nacht. Welche Einlage magst du am liebsten? Fleisch, oder? Ja, logisch. Ja, verstehe ich gut. Fleischklöpse sind schließlich die Könige der Hausmannskost. Und wir werden das Fleisch für eine Suppe finden, die Welt noch nicht gesehen hat. Da bin ich natürlich dabei. Die Richtung steht also. Jetzt geht's ans Eingemachte. Lass uns Informationen einholen. Ja, ja. Was immer du sagst. Aufgabe abgeschlossen. Ich habe fertig. Nudeln doch kein Fleisch. Oh Mann. Ortsinformationen. Noch eine Quest. Oh Mann. Das habe ich auch mal gelesen. Irgendwo, dass wenn man in Lestalum ist und es, dann wirst du zugeschissen mit Quests das erste Mal. Nacht. Erinnerst du dich noch, wie ich neulich was kaufen war? Ja, am Markt. Hier, Mock! Das ist für dich. Was soll das sein? Ein Talisman für die bevorstehenden Kämpfe. Ich will nämlich nicht, dass du stirbst. Das ist ein Mogri, weißt du? Der kann euch allen möglichen Ärger vom Hals halten. Darum setzt ihn ruhig fleißig ein. Ich flick ihn euch auch wieder. Also, ich warte in Keim, okay? Tschüss! So ein geiles Teil. Die Teletubby-Antenne ist immer noch am besten. Auf jeden Fall. Mogri-Puppe. Im Kampf steckt die tapfere Mogri-Puppe prügelt für Noctis und die Gruppe ein. Wenn er den Plüschtod stirbt, kannst du ihn von Iris in Keim reparieren lassen. Cool. Hast du 10 Stück bekommen? Ja. Nice. Also selbst so, ich weiß nicht, ob wir schon weit, da will ich jetzt auch nicht gespoilert werden, ob wir schon weit in der Hauptmission sind oder nicht,
Aber man bekommt immer noch was Neues. Ist natürlich schon nice, aber ich glaube nicht, dass wir weit sind. Weil wir haben schließlich immer noch nicht unsere Flamme getroffen. Wir machen Schnellreise, genau. Und schneiden den Ladescreen raus. Bis gleich. So. Hoffentlich kocht Iris uns was Leckeres. Meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. Willkommen zurück, da sind wir wieder. Schauen wir mal, jetzt haben wir das 7 Minuten übersprungen. Schon mal ganz gut. Gefällt mir. I like. Und wir rennen auf jeden Fall sofort zu Sydney und zu unserem Boot. Mithril haben wir. Boot ist ready. Die anderen Pfeifen haben den Rest besorgt. Also kann es eigentlich nur... Ja, kann nur besser werden, ne? Ich bin immer noch sehr gespannt, was unser Bürgermeister hier von dem Imperium noch zu melden hat. Was der uns noch alles antut. Bin ich immer noch sehr gespannt drauf. Weil ich glaube, der scheißt uns noch ordentlich ans Boot. Andererseits, er ist mir einfach mega sympathisch irgendwie. Oh, Prompto. Leute, ich will ein Foto mit Leuchtturm. Das sieht so schön nach Urlaub aus. Natürlich. Gut, aber ohne Sandalen. Klar, wie der König befiehlt. Ja, dann mach mal. Oh, er ist zum Glück gleich um die Ecke. Sehr gut. Dann alle Cheese. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also krasser Leuchtturm. Warum macht denn der nicht 2-3 Fotos? Dann können wir wenigstens unter einem entscheiden mal. Weil einer macht nur eins. Und wenn es scheiße wird, ist kacke. Siehst du? Das meine ich. Scheiß Uhrzeit erwischt, die Sonne steht so genau falsch. So war der Scheiß bei mir auch. Was, bei dir auch? So war der Scheiß bei mir auch. Ach, fuck. Wahrscheinlich, weil ich es auch genau zu dem gleichen Zeitmoment gemacht habe. Ja, wahrscheinlich, klar. Na, sein Kack. Ja, speichert, komm. Hast du gespeichert? Ja. Ja, dann raus. Da sind sogar alle 5 drauf. Oh ja. Oh, Iris ist mit dabei. Großartig. Das ist absolut nicht großartig. Ihr wisst. Ah, warte, stopp. Dreh um, da ist noch eine Quest. Da rechts. Rechts, hinter dir. Ach so, da. Ist echt eine Nummer für sich. Ja, genau. Ja, sie fällt ziemlich aus dem Imperium. Wenn, dann nehmen wir alle Quests an. Ob wir sie machen? Hoffentlich habt ihr schon Kommentare hinterlassen. Werden wir dann sehen. Aber dann erst in der nächsten Session, glaube ich. Die nächste Aufnahmesession, da können wir dann natürlich die Quests und Zeug, die Nebenmissionen, alles machen. Na? Oh, der Chloe. Oh ja. Ja, danke. Was ist denn das? Ach, das? Eine kleine Kaktusfigur. Die mag ich total gerne. Ach so? Die gibt es überall in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Es gibt sie noch in Gelb und Blau. Am liebsten hätte ich ja alle drei. Prinz Noctis, hast du sie schon mal irgendwo gesehen? Nein. Tut mir leid. Hab wohl nicht drauf geachtet. Ach so. Ja, warum auch? Aber von nun an... Halt dich danach Ausschau. Wenn ich eine finde, kaufe ich sie dir. Was? Vielen Dank, Prinz Noctis. Was? Hä? Super. Neue Aufgabe. Aufgabe abgeschlossen. Mein kleiner gelber Kaktor. Er ist also ein Kaktor-Fan. Wir sollten ihm einen kaufen. Der Junge kommt nach seinem Großvater. Ein außergewöhnlicher Geschmack. Wir sollten in den Läden in Lucis nach den anderen Farben Ausschau halten. Gute Idee. Nicht wahr, Noct? Tja, gut. Nehmen wir uns da. Ich weiß nicht, ob es gleich die Hauptmission startet, aber da ist noch eine Nebenmission. Die können wir auch gleich beenden. Die Nebenmission? Ja. Moment. Sehe ich auf. Ja. Oh, Mietz, wow. Mietz! Du bist doch die Katze vom Galdin Kai, oder? Ja. Muss schon sagen, hast ja eine ganz schöne Reise hinter dir. Und? Hast du wieder Hunger? Wie sollen wir denn hier was zu essen finden? Ob sich hier irgendjemand mit Katzen auskennt? Ich würde einfach mal Monika fragen. In Insomnia hatte sie mehrere Katzen zu Hause. Ach was? Monika mag Katzen, sagt ihr? Ob wir uns den Weg zum Galdin Kai sparen können? Weiß nicht. Katzen sind ziemlich eigensinnig. Das unterschreibe ich sofort. Dich hat's ja richtig erwischt.
Ja. Oder soll ich die Hauptmission machen? Wie weit ist denn die Nebenmission jetzt? Wenn ich alles habe, dann ist es sofort fertig. Wenn? Wenn. Ja, wenn. Wenn nicht? Dann muss ich erstmal angehen. Dann mach die Nebenmission. Hauptmission, Entschuldigung. Sehr gut. Nichts zu tun? So. Ja, klar. Und da ist mal wieder Umbra. Nur in Schwarz. Ja, es heißt ja auch nur der schwarze Umbra. Wie ist der andere? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Was nehmen wir? Ich bin bald bei dir natürlich. Mein Mongerie. De l'amour. So, ab geht's nach unten. Okay. Gut, ich lasse euch mal ganz kurz mit dem Chosen alleine. Ich bin sofort wieder da. Prinz Noctis, der so, General ist jetzt haben wir ja das Mithril geholt. Und wir können gleich hier auf unser Schiff. Ich ja, jetzt sind wir hier noch sagen. Die alte Kompanie von Regis. Und zwar? Da ist ja auch wieder Chor. Vergib mir, dass ich Regis nicht beschützt habe. Ich habe das Volk evakuiert. Ich hätte bei ihm sein sollen. Nicht mal Chor hätte verhindern können, was passiert ist. Natürlich. Das weiß ich doch. Eine Sache. Vergiss nie die Jungs an deiner Seite. Niemals. Du musst immer ehrlich zu deinen Freunden sein. Darfst ihnen nie etwas vormachen, glaub mir. Ich kenn das. Regis wusste genau, warum er dich mit den Dreien losgeschickt hat. Vertraue ihm. Immer. So. Sehr gut. Sid hat erlebt. Hat irgendeinen Scheiß erzählt zumindest. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und reden dann mit Chor. Also macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.